hatte der 16-jährige Schüler Jeremy R. aus Essen, der einen Amoklauf am Don Bosco-Gymnasium geplant hatte, einen Komplizen. Jetzt hat ein Spezialeinsatzkommando eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Essener Stadtteil Borbeck gestürmt. Kurz darauf führen die Polizisten einen jungen Mann in Handschellen ab. Auch ist die Wohnung von einem Sprengstoffspürhund durchsucht worden. Ja, und brisant, der Einsatz soll im Zusammenhang mit dem verhinderten Anschlag auf das Don Bosco-Gymnasium in Essen stehen. Die vom SEK gestürmte Wohnung liegt nur knapp einen Kilometer von der besagten Schule entfernt. Und die beiden Jugendlichen sollen brisante Chatnachrichten ausgetauscht haben. Und wir sprechen jetzt über die Hintergründe zur Festnahme mit unserem Chefreporter Frank Schneider in Essen. Frank, was wissen wir denn über den jetzt festgenommenen Jugendlichen? Und kennst du vielleicht schon Inhalte dieser brisanten Chatnachrichten? Ja, der Inhalt war eigentlich sozusagen bildlich problematisch, denn der jetzt festgenommene oder vorläufig festgenommene junge Mann, er soll ein bisschen älter sein als Jeremy, er hat Fotos gepostet von Waffen und anhand der Fotos konnte die Polizei nicht feststellen, handelt es hier um scharfe Waffen oder eben nicht scharfe Waffen. Und da er eine Pumpgun, eine Maschinenpistole sowie zwei weitere automatische Pistolen gepostet hat, ist die Polizei natürlich sehr elektrisiert gewesen und hat natürlich sofort einen Einsatz eingeleitet, weil man konnte ja nicht ausschließen, dass möglicherweise ein weiterer Schüler irgendetwas plant und da er auch nur einen guten Kilometer vom Gymnasium entfernt wohnt, dort heute die Schule wieder begonnen hat, wollte man gestern auf Nummer sicher gehen und nichts riskieren. Aber es gibt die erste Entwarnung. Es handelt sich bei diesen Waffen um sogenannte Softair-Waffen. Das sind diese Waffen, die mit Luftdruck kleine Kügelchen verschießen. Die sehen aber nun mal leider sehr echt aus. Es gibt da mittlerweile auch in den Gesetzestexten die sogenannten Anscheinswaffen, weil teilweise mit solchen Waffen auch Überfälle begangen werden. Man kann also diesen Unterschied wirklich kaum erkennen beim ersten Anblick und deswegen auch auf den Fotos nicht. Und da wollte die Polizei kein Risiko eingehen. Deshalb auch der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos gestern. Und der junge Mann wurde dann in Handschellen auch mitgenommen, aber in der Nacht noch wieder nach Hause geschickt. Wie geht es jetzt weiter? Wie laufen jetzt die Ermittlungen weiter, Frank? Naja, die Ermittlung hat ja gestern die Bundesanwaltschaft übernommen und das ist ja ein ganz klares Signal. Vorher lagen sie bei der Generalstaatsanwaltschaft, bei der zentralen Terrorabteilung, aber jetzt hat es wirklich nochmal die Bundesanwaltschaft übernommen und das spricht eben für besonders herausragende Tat und da spielt sicherlich rein, dass er so viele Bomben bauen wollte. Was im Einzelnen diese Bomben wirklich angerichtet hätten, er wollte hier eine Splitterwirkung mit Nägeln erzeugen. Wie schlimm sie wirklich oder wie verheerend diese Wirkung gewesen wäre, wird aktuell von Experten des Landeskriminalamtes geprüft, auch das BKA unterstützt mittlerweile. Und der Generalbundesanwalt prüft eben, ob es sich dann nicht doch um möglicherweise einen der größten rechtsextremistischen Terroranschläge gehandelt haben könnte, die ja geplant wurden. Denn es wurden ja bei Jeremy ganz eindeutige Indizien dafür gefunden, dass er rechtsextremes Gedankengut hat. Er hat über Farbige, er hat über Ausländer, Muslime, auch über Juden gehetzt. Er hat gesagt, das Einzige Sinnvolle ist, sie zu töten. Und da gab es eben sehr, sehr, sehr viele Aufzeichnungen, auch auf seinem Computer ein Word-Dokument, worin er ganz klar geschrieben hat, dass diese Amokläufer, auch zum Beispiel der Breivik in Oslo, der alleine so viele Jugendliche und Kinder erschossen hat auf dieser Insel Utøya, für ihn Vorbilder sind. Und das ist natürlich verheerend. Man muss aber auch immer wieder sagen, es handelt sich offenbar auch um einen psychisch kranken jungen Mann bei Jeremy und möglicherweise braucht er Hilfe. Und wir können alle nur froh sein, dass die Schüler so sensibel reagiert haben, sind zur Polizei gegangen. Die Polizei hat sehr schnell reagiert und diesen schrecklichen Anschlag verhindert. Frank, kennst du denn familiäre Hintergründe von Jeremy R.? War er vorher schon irgendwie auffällig? Eben überhaupt nicht. Und das ist ja eigentlich, was die Sicherheitsbehörden auch so beunruhigt und auch so alarmiert. Wir haben das in jüngster Vergangenheit immer wieder erlebt. Wir hatten ja zum Beispiel auch einen jungen Mann, 16 Jahre alt, der einen islamistischen Terroranschlag verüben wollte auf eine Synagoge in Hagen. Und auch da gab es vorher keine Erkenntnisse. Das war reiner Zufall, dass ein ausländischer Nachrichtendienst Chatnachrichten abgefangen hat, die er mit dem IS ausgetauscht hat. Die hatten ihn per Instagram angeschrieben. Und hier ist es zum Beispiel so bei Jeremy, da gab es überhaupt gar keine Vorerkenntnisse. Das ist ein junger Schüler, 16 Jahre, der in seiner Dachgeschosswohnung bei seinen Eltern sitzt und solche irren Dinge plant. Er hatte auf einer Tafel zum Beispiel sogar klar aufgeschrieben, wie er die Bomben baut, welches Mischungsverhältnis, was er beimischt an Nägeln und solche Dinge. Und das ist extrem beunruhigend, weil die Sicherheitsbehörden natürlich auch sagen, da sind jetzt möglicherweise viele
Jugendliche, die einsam sind, die möglicherweise verrückte Gedanken haben, die sich im Internet radikalisieren und anstiften lassen. Und wenn wir die vorher nicht auf dem Schirm haben, so wie die Polizei das immer nennt, dann ist es natürlich unglaublich schwierig. Hier war das große, große Glück dieser Zeuge, der sich an die Polizei gewandt hat und dem das wirklich zu gefährlich wurde und der es wirklich ernst genommen hat und die Polizei eben zum Glück auch sofort. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass nicht jeder etwas verplappert. Denn hier ist es ja wohl so gewesen, dass Jeremy auch Andeutungen vorgemacht hat und dadurch natürlich die Mitschüler sehr sensibilisiert waren und das Gefühl hatten, da stimmt was nicht. Wie geht's mit Jeremy R. weiter? Er sitzt weiter in U-Haft? Genau, er sitzt jetzt weiter in Untersuchungshaft und jetzt muss man eben prüfen, sein Anwalt möchte das auch prüfen lassen, ob er nicht in der Psychiatrie besser aufgehoben ist. Man muss jetzt sicherlich über Gutachter genau prüfen, wie stark sind seine psychischen Erkrankungen möglicherweise. Er hat ja in diesem Manifest auch nicht nur gesagt, dass er andere Menschen töten will, sondern dass er selber auch sterben will. Und sein Hass sei nicht zu bändigen, hat er geschrieben. Und er hat eben auch geschrieben, das Leben macht für ihn keinen Sinn. Es ist sinnlos, es ist erbärmlich. Also sein eigenes Leben hat er auch gehasst. Und dieser Selbsthass führte möglicherweise auch zu dieser Tat. Und deshalb muss man jetzt genau prüfen, was sind die Motive. Und man kann wirklich nur für diesen jungen Menschen hoffen, dass ihm geholfen werden kann, dass ihm auch Psychologen helfen und dass er vielleicht in ein paar Jahren ein normales Leben führen kann. Vielleicht noch ein Satz zum Strafmaß. Dieses sogenannten Vorbereiten einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ist nach Jugendstrafrecht mit maximal 5 Jahren bedroht. Das heißt also, je nachdem, es ist ja zum Glück nichts passiert wirklich schon, dass er vielleicht mit ein paar Jahren davonkommt und dann, wie gesagt, über Hilfe vom Psychologen ein relativ normales Leben dann doch irgendwann führen kann. 16 Jahre alt, Jeremy R. Vielen Dank, Frank Schneider.